Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog-Tag. Ich nehme heute wieder mit durch den ganzen Tag, was wir so machen. Heute ist einiges angesagt bei uns hier, viele Termine, aber das seht ihr dann später, wenn ich hingehe oder wenn ich komme, erzähle ich euch das Ganze. Ich mache jetzt den Anfang nicht so ganz lang. Ja, wir machen jetzt im Kanal abwechselnd immer mal Challenges, mal Spiele, mal Vlogs, dass jeder was davon hat, dass jeder sieht, was er sehen will. Genau. Als erstes heute gehe ich zum Kieferorthopäden. Meine Spange, ich habe wieder mal eine Kontrolle, ob mein Zahn da oben schon runterkommt. Und da wird, glaube ich, heute entschieden, ob mein Zahn da oben operiert wird oder nicht. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt die Nase voll von der Spange. Mit Essen ist so schlecht und da ist so ein Ersatzzahn, der hin und her wackelt und der stört mich brutal. Also mal sehen, was die Kieferorthopädin sagt. Beim Kieferorthopäden bin ich jetzt fertig. Was sie gesagt hat, erzähle ich euch daheim. Ich glaube, mein Zahn muss nur runterholen. Das heißt, ich muss zur Transplantation gehen. Das erzähle ich euch alles daheim. Jetzt gehe ich erstmal ernstens verlegt und muss ich was umtauschen. Das zeige ich euch dann mal. Raus in die Kälte mal wieder. Ich habe nämlich diese zwei Bilderrahmen von denen hier gekauft und die sind 10x15 und da wollte ich unsere Fotos von dem Shooting reinmachen. 13x18 brauche ich, die passen nicht, also muss ich die umtauschen. War Schnäppchen, aber leider passt nicht. Da fahre ich jetzt zum Ernstdings hin und dann fahre ich zuerst mal zurück nach Hause. Endlich bin ich zu Hause, von der Kälte wieder daheim. Meine Lieben, ich wollte jetzt zum Ernstdings schnell meine Bilderrahmen umtauschen oder zurückgeben und was habe ich gemacht? Ich habe wieder geshoppt. Bei Ernst ins Family gibt es doch immer diesen Familientag oder was man nennt, am Monatsende. Und da gab es heute auf reduzierte Sachen nochmal 50%. Und da musste ich zuschlagen, da ging es nicht anders bei mir. Ich habe hier eine ganze Tüte voll Sachen. Ja, und die zeige ich euch natürlich, aber die zeige ich euch in einem Extra-Video. Meine Schnäppchen, was ich da gekauft habe, waren echt interessante Sachen mit dabei. Für ganz wenig Geld. Ja, und was jetzt beim Kieferorthopäden rausgekommen ist, ist so, ja, ich werde operiert, das heißt, ich kriege eine Transplantation. Das heißt, der Zahn hier, der muss hier runtergezogen werden und da reingemacht werden, weil der von selber angeblich nicht runterkommt. Der kommt zwar, aber millimeterweise und das kann noch bis nächstes Jahr dauern und so viel Geduld habe ich gerade nicht, weil die Spange nervt mich einfach. Und danach wird, glaube ich, hier unten noch eine Spange kommen, dass die Zähne sich ein bisschen verschieben und dann hat sich das Ganze gegessen. Das heißt, bis Ende des Jahres sollte ich jetzt endlich mal mit dieser Spange durch sein. Das heißt, ich mache es nicht, weil ich schön ausschauen will, Leute, ich mache es, weil es sein muss. Genau. Und dann habe ich heute noch einen anderen Termin. Meine Mama muss ins Krankenhaus zu einem Termin. Die fahre ich jetzt auch noch hin. Da berichte ich euch später nochmal drüber, was rausgekommen ist oder was da Sache ist. Ihr seht, ich bin heute nur mit Ärzten beschäftigt, mit Terminen. Robert ist oben. Mal gespannt, was er dazu sagt zu meinen Schnäppchen, was ich da gekauft habe. Der wird sagen, Frau, hast du gut gemacht? Ja, hallo, ich zahle nicht den vollen Preis. Ich warte, bis es reduziert ist und dann sorge ich vor. So gehört sich eine gute Frau im Haus, bis ihr mit Geld umgehen kann. Naja, also Spaß beiseite. Ich esse jetzt ein kleines bisschen und dann fahre ich wieder los. Jetzt mache ich mich mal fertig. Ja, apropos meinen Termin habe ich schon bei diesem Kieferchirurgen. Das ist am 1. März. Der ist so voll. Das ist ein Kiefer- und Gesichtschirurg oder was das ist. Der ist in München. Ist ein Professor. Ich habe solche Schiss. Ich mache es in Vollnarkose. Das weiß ich jetzt schon. Ja, jetzt muss ich mich fertig machen. Ich hasse es, im Winter Mäntel anzuziehen. Ich liebe den Sommer, wenn man einfach mal rausgehen kann, ohne Jacke und nichts, Schuhe anziehen oder Schlapper und raus geht's. Ja, so, jetzt hole ich meine Mama noch und dann gehen wir weiter. Jetzt bin ich gespannt, was auf mich zukommt. Jetzt heißt es warten hier. Wir sind jetzt mit unserem Termin fertig, meine Lieben. Eine nächste OP steht an. Meine Kamera sieht man schon. Wir sind im Aufzug. Ich berichte euch später mal drüber. Ich habe Millet gleich von der Mittagsbetreuung geholt. Sie putzt andauernd Fenster da hinten heute. Sie kratzt, sie putzt, sie wischt. Wir lassen jetzt meine Mama raus hier. Ganz kurz die Mama von hinten. Genau, da seht ihr sie. Die lasse ich jetzt raus. Und dann fahren wir nach Hause. Ich bin so kaputt heute von den Terminen. Was machst du? Oh Gott. Okay. Das Erste, was ich jetzt brauche, ist Kaffee.
Leute, bei mir schaut es aus. Total unordentlich, die Küche. Die zeige ich euch nicht. Das ist jetzt total peinlich. Ich war ja ganzen Vormittag fast nicht zu Hause. Nur kurz dazwischen, zwischen den zwei Terminen. Und da habe ich gar nichts aufgeräumt. Ich zeige sie euch nicht. Das ist peinlich. So, jetzt lasse ich mir erst meinen Kaffee raus. Und dann erzähle ich euch mal, was mit der Mama passiert. Meine Kaffeemaschine, glaube ich, fängt wieder an zu spinnen, oder? Nee, der geht super. Claire hat sich gleich in ihr Zimmer verzogen. Die will ein Bild für mich angeblich malen und hat sich in ihr Zimmer gleich verzogen. Die kommt jetzt gleich runter. Der Robert kann sich jetzt auch mal blicken lassen. Stimmt's? Recht? Und der Gian ist auch schon von der Schule. Der könnte jetzt auch mal ruhig runterkommen. Die schreie ich jetzt alle zusammen hier. Ist meine Maus, da ist sie. Sag mal, hast du erst so wenig gemalt? Du bist seit 20 Minuten da oben und hast gesagt, du malst. Erzähl, was hast du gemacht? Hä? Playmobil-Spiel? Ja, das habe ich mir gedacht wieder, gell? Dein Playmobil-Spiel. Nehm mal jetzt ein Bild hier. Für euch. Für uns, also ich muss jetzt rausgehen. Sie hat gesagt, ich darf das nicht sehen, ich wollte sie euch bloß zeigen. Und ich habe jetzt mega Hunger hier. Ich esse jetzt Kellogs, auf jeden Fall. Ja. Und ja, Mama muss auch operiert werden. Habe ich ja kurz erwähnt, glaube ich. Jetzt muss man mal alles richtig detailliert mit ihr besprechen, wann und ja, wie sie sich das überlegt, wann sie es machen lassen will. Ob im Frühling oder jetzt noch. Keine Ahnung. Das heißt, es kommt einiges auf mich zu. Ich muss meinen Papa dann pflegen, wenn mein Papa und Mama im Krankenhaus ist. Da werde ich einiges zu tun haben. Ich habe heute genau 4 Stunden, glaube ich, bei meinen Terminen verbracht. In der Frühtermin kommen, nochmal Termin und Mele holen und jetzt bin ich erst zu Hause. Ich habe noch nichts gekocht gehabt, deswegen esse ich jetzt erstmal Kellogs. Und dann schaue ich mal, was ich abends so für die anderen koche oder was es zu essen gibt. Ich habe von gestern noch Schnitzel und Kartoffelsalat. Ob die die noch essen wollen, weiß ich nicht. Ja, genau, Shopping-Video, Schnäppchenjagd-Video mache ich für euch noch extra, habe ich mir überlegt. Genau, weil das sind Haufen Sachen, dass der Vlog nicht überlang wird. Meine Maus ist schon wieder unten. Bild ist halb fertig, habe ich gesehen, Mele, gell? Welches? Hä? Welches Bild? Ja, das, was du jetzt für mich malen wolltest oder für uns? Oder ist der schon fertig? Jetzt hast du drauf geschaut. Nein, ich habe nicht drauf geschaut. Ich habe bloß gesehen, dass alles rumliegt. Aha, da steht jemand und lacht schon wieder. Mama hat nicht drauf geschaut. Nein! Weiß aber, dass es halb fertig ist. Nein, ich habe nur von der Tür geschaut. Wirklich. Nein, ihr blamiert mich. Ihr blamiert mich. Ich mache keine Vlogs mehr. So, wir haben jetzt noch ein Videodreh für uns. Wir machen noch ein Video für Cute Baby Millet. Ja, den machen wir noch. Und dann schauen wir mal. Papa hat heute viel Arbeit oben, gell? Ja, PC muss Abrechnungen machen und so weiter. Der hat viel zu tun, deswegen ist er heute im Schlapperlook. Der wird sich heute nicht anders anziehen. Heute bin ich ab und zu. Super sexy. Hör auf! Ja. Ist doch egal, du musstest ja heute meine gar nicht raus. Meine Trainingshose von 2001, kann das sein? Ja, mein Mann ist halt sehr sparsam, gell? Ich weiß. In der USA habe ich die gekauft mal. Ja, und jetzt hast du sie immer noch an. Ja, schaut mal. Mein Mann ist halt nicht so wie andere. Batman. Ja. Hauptsache, ich finde dich hübsch, alles andere ist unwichtig. Mhm. Ah ja, apropos, was sagst du jetzt dazu? Ich muss jetzt operiert werden, der Zahn muss runtergeholt werden. Sag mal was. Eklig. Solange die Spange dann wegkommt irgendwann. Habe ich gedacht. Ich habe gedacht, ich muss jetzt das mal filmen, was er dazu sagt. Weil ich weiß es ja schon. Und Millet sagt eklig. Du bist auch so eine eklige Maus, du. Ich werde operiert, weißt du das? Ich lasse es auf jeden Fall. Fein nicht in Ding machen, mit lokalen Anästhesie machen, das weißt du schon. Darf ich da mitkommen? Betäubt mal ganz. Boah, so, das kann. Tom und das, Jerry halt. Der hat schon wieder einen komischen Tag heute. Also, Maus. Ist ja auch getan. Ja, jetzt mach mal dein Babybaum fertig und dann geht's ans Video drehen mal für Cute Baby Millet. Wir haben unser Video abgedreht für Cute Baby Millet. Es war ein Outdoor-Video draußen. Brutal kalt, sage ich euch. Meine Finger, die tun schon weh. Thema Kochen. Ich habe doch gesagt, dass ich Schnitzel noch habe. Von wegen Schnitzel. Da ist noch ein Schnitzel übrig. Jen hat es nach der Schule gegessen. Robert muss in der Nacht noch was gestern gegessen haben. Ich habe gar nicht reingeschaut. Ist nicht mehr da. Schön. Aber Kartoffelsalat habe ich noch. Und was mache ich denn dazu? Mal schnell diese fertigen Nuggets dazu, weil ich habe jetzt keine Zeit zum Kochen und alle haben Hunger. Und das geht mal ab und zu, weil ich sehr viel unterwegs war.
Und ich habe noch eine türkische Suppe. Das ist eine Joghurtsuppe, meine Lieben. Die ist auch von gestern. Und zwar macht man die mit normalem Naturjoghurt und Reis. Und dann kommen nur so ein bisschen getrocknete Pfefferminz und so weiter rein. Und bei dem Wetter passt es ja super, eine Suppe. Und das wird jetzt heute gegessen. Wenn Robert mal oben fertig ist mit seiner Arbeit. Aber Millet hat Hunger, ich glaube, die hält es nicht aus. Der macht jetzt schnell Suppe warm und macht die Nuggets hier. Wir haben vergessen zu filmen, während wir gegessen haben. Haha. Zu spät. Zu spät. Aber ihr dürft sehen, wie wir aufräumen. Millet, willst du Anne anschauen? Ja! Ja, also dann hilf mir aufräumen, komm. Komm, 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 komm. Ich nicht. Bei uns gab es Hallo, Schauf. Kartoffelsalat und Nuggets. Hähnchen-Nuggets. Und hier gibt es jetzt Nachspeise Lolli. Und der Gian schreit schon wieder oben, Leute. Ja, was ist denn? Gian, filme ich euch jetzt im Zimmer? Der kommt immer wieder runter, aber ich habe die Kamera nie an. Der macht seine Schulsachen hier gerade fertig. Oh, der stellt nicht scharf. Jetzt bist du scharf genug, Gian, im Bild. Der hat sich seinen Fuß verstaucht gestern. Der ist umgeknickt beim Laufen. Wer weiß, was ihr da draußen gemacht habt. Um die Wette gelaufen. Komm, Millet. Also wir schauen uns das Bild jetzt oben an. Komm. Ja, lauf, hör, hör, hör. Aha. Schauen wir es uns mal an. Machen wir mal ein bisschen heller. Können wir da nicht aus. Im Winter. Jetzt da. Im Winter, unsere Familie. Aha. Also Papa sagt so, zeig nicht meine Haare, Frau. Und dann sagt Abi, warum, sehen doch schön aus. Und dann sagst du, mir ist so kalt. Und dann sag ich, ich liebe es. Wow, und das hast du jetzt Papa im Büro auf dem... Ja, aber er hat fast nicht. Guck, hast du eine Tür an. Büro-Tür. Ihr dürft aber nicht reinschauen. Nein, das... Da kommt auch der Müll, die Kartonagen entgegen. Kommt nein! Schon, kommt schon alles. Da liegen die ganzen Kartonagen von den Spielzeugen. Hör auf! Kartonagen, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ich muss es dringend mal aufräumen. Das sieht aus wie im Keller. Ja, natürlich, das ist ja auch Arbeitszimmer. Ja, wenn das Wetter mal besser ist, dann räumen wir da drin auf. Und die ganzen Kartonagen müssen jetzt weggefahren genau, werden. Genau, schieben es aufs Wetter. Ich gehe jetzt mal rückwärts zurück. Und dann macht's puff. Ich sag schon mal tschüss, ich weiß nicht, ob wir uns noch sehen heute. Ja. Meine zwei Damen, ich schaue jetzt Serie an und ich werde mich verziehen. Ich spiele vielleicht mit meinem Kumpel, mit dem Paul. Mit dem Bilo-Paul spiele ich vielleicht später, dass wir mal schauen. Ja, okay. Also wir gehen jetzt runter. Wir machen jetzt noch die Küche sauber. Schauen wir mal, was passiert heute alles. Ne? Das ist ganz schön interessant geworden. Ja. Da kann auch Millet viel Türkisch lernen. Die Wörter immer, gell, Millet? Das ist das Positive daran, wenn man Türkisch guckt, weil Deutsch kann sie ja gut. Stimmt's? Ja, ich kann das also, wir schauen jetzt an und danach. Mama kann besser Türkisch. Oh nee, schon wieder an der besten Stelle ist es aus. Eine Woche warten, bis nächsten Dienstag. Oder Mittwoch. Oh, haben wir geschafft. Siri ist so traurig manchmal, gell? Oh. Also, ich glaube, wir gehen jetzt ins Bett hier rein. So, ciao. Jetzt geht's aber ins Bett. Wir sehen uns. Ich glaube, hier. Millet, hör auf, ich muss ausschalten. Ist jetzt tatsächlich noch beim Spielen, oder was? Ich hab Mausi schon angefangen. Mausilein, es ist nach 8. Wir gehen jetzt ins Bett. Komm, morgen kannst du dann weiterspielen. Schau mal, wie es bei dir aussieht, dein Playmobil. Das zeigt man nicht. Ja, ich wollte gerade die coole Sehne spielen. Ja, aber das kannst du morgen spielen. Komm, Mausi, es ist spät. Morgen ist Schule. So, ich habe es jetzt geschafft, Millet ins Bett zu bringen.
Und ich habe schon meinen Schlafanzug an. Ich möchte nämlich das Video jetzt gleich schneiden, weil morgen früh habe ich wieder einen Termin. Termine über Termine, aber diesmal nicht im Krankenhaus, nein. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, unseren Vlog anzuschauen. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Denkt ans Abonnieren, Daumen nach oben, folgt uns auf Instagram und Cute Baby Millay. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.